Willkommen bei Ank oder wie auch immer das ausgesprochen wird. Hallo, ich bin Jens der Christ und dieses Spiel war in einem Adventskalender, in einem Software-Adventskalender drinne. Dazu habe ich ja auch schon mal ein Video gemacht, wo ich da erkläre, wie sinnvoll das ist oder nicht. Aber ich fand es sehr sinnvoll, weil ich jetzt hier dieses Spiel dafür habe. Sonst hätte ich dafür was bezahlen müssen. Was mir an diesem Spiel gefällt, ist, dass der Oliver Rohrbeck da mitmacht. Das ist einer der drei Fragezeichen. Und er hat auch bei Orca schon mal irgendwie das eine oder das andere gesprochen. Und ja, kannst ja mal reinhören bei Orca. Zum Beispiel die Sherlock Holmes Geschichten hat er gesprochen. Oder bei den Allzweckdetektiven war er auch dabei. Naja. Aber wir wollen jetzt hier dieses Spiel spielen und machen dann jetzt mal hier ein neues Spiel. Das ist so ein Adventure. Und wie gesagt, mit Oliver Rohrbeck. Aber du wirst wahrscheinlich seine Stimme erkennen. Wir sind fast da. Oh, wir sind da. Hey. Dort vorne müssen wir nach links. Oder nach rechts? Passt auf die Fußfallen auf. Fußfesseln? Hier hinauf. Jetzt noch an diesem Hebel ziehen. Und hier ist sie. Die Grabkammer des Skarabäenkönigs. Aha. Nett hier. Du könntest deinem Vater öfter mal die Schlüssel klauen, Asiel. Schlüssel Gib mal ein klauen. Bier rüber. Verdammt, wir haben den Flaschenöffner vergessen. Egal. Wer erzählt die erste Gruselgeschichte? Also ich finde es auch ohne Gruselgeschichte schon ziemlich gruselig. Glaubst du etwa an Geister, du Weichei? Ich fand schon gruselig genug, durch die ganzen Fallen zu stapfen. Ach, wir sind in keine einzige Falle getappt, haben keine Mumien gesehen. Was soll uns denn jetzt noch passieren? Du hast mein Grab entweiht! Das macht dann bei sechs kaputten Urnen einen Verweis! Nee, sieben. Oh, hoppla. Sieben? Na, dann ist es ein Todesfluch. Dann mach das mal deinem Vater klar. Zumindest haben wir jetzt einen Flaschenöffner. Is it just Fata Morgana? Tell me, is it really true? What a play of light and shadow. The city's just waiting for you. Raging treats and tasty scorpions under the eye of the sun. Left to the Nile and right by the desert, that's where Egyptians have fun. Yes, this is Cairo, it's all magic and sand. With the greatest of culture, but it's all in your hand. Ooh, with the god of the gods and the girls with their beautiful hair. You prepare, but beware, take care. See the Sphinx and worship the Pharaoh, go meet the crocodile. Feel lonely by his slave in the city down by night. Yes, this is Cairo, it's all magic and sand. With the greatest of culture, but it's all in your hand. Ooh, with the god of the gods and the girls with their beautiful hair. You prepare, but beware, take care. Kapitel 1. Also mit Bier trinken, das hat mir ja nicht so gut gefallen, weil Kinder, die Bier trinken, naja. Asil, hast du gestern meinen Schlüssel mitgenommen? Ja, also. Wenn das der Pharao herausfindet, wird er außer sich sein. Vater, ich habe ein ganz anderes Problem. Ich bin von einer Mumie verflucht worden. Und nur der Pharao kann so einen Fluch wieder von mir nehmen. Mumienfluch? Werd endlich erwachsen. Du willst dich nur vor deiner Strafe drücken. Und die lautet: eine Woche Hausarrest.
Eine Woche? Vater, vielleicht habe ich nur noch ein paar Stunden zu leben. Ich will keine Ausflüchte mehr hören. Ach, das ist zwecklos. Tja, zwecklos. Verdammt! In ein paar Stunden schickt mich ein Fluch in die Totenwelt. Und nur der Pharao hat die Macht, mir zu helfen. Aber wenn ich durch diese Tür mein Zimmer verlasse, wird mir mein Vater bestimmt noch Schlimmeres antun. Wie komme ich da bloß wieder raus? Guter Wurf, Matschauge. Los, steig ein! Ich? Nein, geh du zuerst. Na also, so könnte ich ungesehen entkommen. Vielleicht habe ich heute doch noch Glück. Ja, Matschauge. Na gut, dann gucken wir mal hier. Schmutziges Hemd. Mein altes Hemd. Absolut reißfester Stoff. Ja, dann da ist ja ein Silberstück drin. Das könnte sich als nützlich erweisen. Ein Silberstück. Bazar Sommerparty. Liveband, Lisa und die quirligen Sandkäfer. Bazar Sommerparty. Na gut. Liveband, Lisa und die quirligen Sandkäfer. Gucken wir mal in den Schrank rein. Ich kann sie nicht öffnen, sie klemmt. Gucken wir mal hier die Vase an. Sie wird von einem alten borstenlosen Pinsel gestützt. Ah, ein borstenloser Pinsel. Ups. Hey, die Vase hat den Mechanismus der Tür gelöst. Das ist ja nicht schlecht. Den Kleiderbügel nehme ich auch noch mit. Vater hat bestimmt nichts dagegen, wenn ich ihn mir kurz ausleihe. Ja, so. Vater und Sohn in einem Zimmer so ein bisschen. Eines Tages werde ich mein eigenes Haus haben. Dann muss ich Vaters Geschnarche nicht mehr ertragen. Das ist vielleicht auch besser so. Hier werden Vaters berühmte fürchterliche Fallen entworfen. Oh, fürchterliche Fallen. Hier werden Vaters berühmte fürchterliche Fallen entworfen. Ein Prachtstück moderner Gärtnerkunst. Also da hinten haben wir das Fenster. Mein Weg nach draußen. Ja, nur wie komme ich dorthin? Das ist eine gute Frage. Habt ihr schon eine Ahnung, was wir machen können? Der lässt sich sicher bewegen. Aha, und wie? Der lässt sich sicher bewegen. Benutze Hebel. Ah. Okay. Was ist jetzt passiert? Na, gehen wir mal runter und gucken mal, ob wir unten irgendwie sehen, was da passiert ist. Und? Müsste doch hier irgendwo sein, oder? Da kann ich jetzt nicht hin. Also ich sehe jetzt hier nicht, was passiert ist. Na gut. Eine nette Dekoration. Kannst du sie mitnehmen? Eine nette Dekoration. Ja. Dann gehen wir mal wieder hoch. Was auch immer mit dem Hebel passiert ist, dann da so. Na, da haben wir doch noch was. Obwohl sie hier oben stehen, sind sie ein gefundenes Fressen für die Ratten. Na gut. Können wir den Hebel nochmal benutzen? Was ist das? Ich habe keine Ahnung, was man damit macht. Hört sich echt komisch an. Naja, das hilft mir
stimmt nicht weiter, steht da unten immer. Na gut. Ist vielleicht nur so zur Ablenkung. Also. Betrachten wir mal die Blumenpflanzen. Vielleicht kann mir dieses Schmuckstück bei meiner Flucht helfen. So, wir haben hier ein Hemd. Das scheint nicht zu funktionieren. Mein altes Hemd. Absolut reißfester Stoff. Na, dann nimm doch mal den Stoff. Mein altes Hemd. Absolut reißfester. Ich glaube nicht, dass das funktionieren wird. Nicht mit Silbermünze. Das scheint nicht zu funktionieren. Das scheint nicht zu funktionieren. Also, Hemd. Das scheint nicht zu funktionieren. Das scheint nicht zu funktionieren. Ich glaube nicht, dass das funktionieren wird. Ich glaube nicht, dass das funktionieren wird. Nee, wie müssen wir das kombinieren? Ich glaube nicht, dass das funktionieren wird. Nicht mit der Silbermünze. Mit dem Topf. Schmutziges Hemd. Das kann ich als Seil benutzen. Ah, das ist ja gar nicht mal so schlecht. Und dann den Haken. Ich glaube nicht, dass das funktionieren wird. Ja, den Seil mit... Freiheit, ich komme! Wuhu! Keine Sorge, Matschauge. Ich glaube nicht, dass uns da drin Gefahr droht. Oder vielleicht doch? Matschauge. Entschuldigung. Was geht denn da drin vor? Da solltet ihr lieber nicht reingehen, wenn euch euer Leben lieb ist. Aber wir sind doch finstere Meuchelmörder. Genau. Gestern erst haben wir das Diplom erhalten. Na, dann meucheln wir wenigstens erstmal dich. Du gibst sicher eine prima Aufwärmübung ab. Naja. Wer hat euch Witzfiguren denn engagiert? Das war der Pharao. Psst, Mann! Aber wenn wir ihn doch eh töten? Müssen wir? Nö, müsst ihr nicht. Tut mir leid, aber ich hab's eilig. Ich muss zum Pharao. Zum Pharao? Haha, der wird dich nicht so einfach empfangen. Ja, warum nicht? Was muss ich tun, um euch loszuwerden? Uns loswerden? Wir wollen doch dich loswerden. Aber ich denke, wir würden uns ausnahmsweise darauf einlassen, dass du dich freikaufst. Sagen wir, für 20.000 Silberstücke. Wie hört sich das an? Naja, ich hab doch nicht so viele. Ich habe nur ein einziges Silberstück. Na gut, jeder fängt mal klein an. Vielen Dank und schönen Tag noch. Wir haben hier noch zu tun. Was habe ich getan? Ich muss mir mein Silberstück zurückholen. Vielleicht kann ich ja nochmal mit denen reden. Du schon wieder. Habe ich das richtig gehört? Ihr wollt den Pyramidenbauer umbringen? In diesem Haus wohnt der Mann, der die Sphinx entworfen hat. Weil er ein Mitwisser ist, sollten wir ihn um die Ecke bringen. Nichts Ungewöhnliches also. Naja, dafür, dass es sein Vater ist, ist er noch ziemlich ruhig, ne? Ihr seid die lausigsten Attentäter, die ich je gesehen habe. Und darüber sind wir froh. Es gibt diesen Spruch, die Laus ist des Attentäters treuester Freund und schließlich will niemand allein sein. Hey, gebt mir mein Silberstück zurück! Auf keinen Fall! Jetzt können wir uns endlich was zu essen holen gehen. Aber wenn wir gehen, dann könnte doch der Pyramidenbauer flüchten, oder? Stimmt. Was für eine unangenehme Situation. Wie können wir zur gleichen Zeit fortgehen und hierbleiben? Tja, das Problem, ne? Ich halte die Stellung. Ich will ja mein Stück wieder zurück. Ich könnte euch etwas zu essen holen. Oh, das würdest du tun? Uns ein leckeres Sandwich bringen? Aber dafür würde ich natürlich mein Silberstück zurück benötigen. Oh klar, um damit abzuhauen. Nein. Erst den Job, dann die Kohle. So läuft das bei uns Attentätern. Ach so. Okay, ich schau mal, was ich auftreiben kann. Fein, nun geh. Na, da muss ich jetzt Essen holen gehen.
Mal gucken, wo man Essen bekommt. Tja. Ein Pinsel haben wir da oben noch. Unten Kleiderhaken. Dort oben ist er. Der Palast des Pharao. Da muss ich hin. Bazar. Dann gucken wir mal, ob wir auf dem Bazar was finden. Aber ohne Geld was zu essen holen. Das wird wahrscheinlich nicht so leicht. Mal schauen. Willkommen, junger Mann. Willkommen auf dem großen Bazar. Ich bin Vulkan. Man könnte mich einen Fremdenführer nennen. Wenn du irgendwelche Hilfe brauchst, wende dich einfach an mich. Ich kenne den Bazar wie meine Westentasche. Vulkan. Was für ein Name. Tja. Essen. Wo gibt's hier was Leckeres zu essen? Im unteren Markt, rechts neben dem großen Platz, gibt's Fischburger. Die sind ganz in Ordnung. Und wenn du Wein magst, den gibt es an der Treppe zum großen Platz. Okay. Vielen Dank. Bis später. Oh, kein Problem, mein Freund. Danke, Mama. Snack? Ein schlichter Sack. Achso, Sack. Ich lese schon Sachen, die gar nicht da sind. Snack. Also ein Fischmarkt war hier irgendwo. Schneider. Naja. Wir suchen ja was zu essen. Nimm Melone. Oh. Hat keiner gesehen. Ich hab was bekommen, ohne was zu bezahlen. Na, wollen wir mal. Ach nee, die wollten irgendwie so ein Sandwich wollten die ja haben, ne? Aber Melone ist gesund. Ich kann mir so überzeugen, dass Melone da gar nicht mal so schlecht ist. Viel besser als so ein Sandwich, ne? Na, wo müssen wir denn jetzt hin? Dahin? Achso, ja. Dahin. Hoffentlich haben die Hunger auf Melone. Matschauge reden, ne? Richtig wohl ist mir in seiner Gegenwart nicht. Ach, nee, reden kann ich nur mit ihm. Und? Hast du ein leckeres Sandwich dabei? Nö, aber eine Melone. Die feinsten Delikatessen. Dann mal her damit. Hier, Melone. Nicht mehr taufrisch. Aber ist fein. Nicht mehr taufrisch. Also was zu essen würden wir ja nehmen, aber das nicht. Was? Ist eine Melone. Und jetzt ist sie ganz weg. Eine leckere Melone und dann... Melonen kann man essen. Ja, brauche ich doch wohl ein Sandwich. Okay. Na, schon wieder die alte Frau.
Sie ist wohl hier, um einzukaufen. Ja, können wir mit ihr reden? Hallo, junger Mann. Kenne ich Sie? Nö. Darf ich Ihnen... Darf ich Ihnen über die Straße helfen? Aber ich will doch gar nicht über die Straße gehen. Ich möchte nur ein bisschen einkaufen. Ach, du möchtest über die Straße gehen. Hallo, junger Mann. Kenne ich Sie? Ja, ich habe dich gerade eben angeredet. Ich bin dein lang verschollener Erbe. Guy Albrusher? Aber der ist doch zur See gefahren und nie wiedergekommen. Und keiner in meiner Familie würde mit einem Flaschenöffner um den Hals herumlaufen. Das ist kein Flaschenöffner. Hallo, junger Mann. Kenne ich Sie? Nein. Ich habe Sie wohl verwechselt. Einen schönen Tag noch. Naja. Wie läuft da immer hin und her? So, dann gehen wir mal weiter. Sind wir jetzt hier schon durch? Ah, ne, da können wir noch hin. Ach, da ist der Wein. Ja. Können wir den Wein mitbringen? Was kann ich für dich tun? Was gibt es hier? Wein. Für 2 Silberstücke die Flasche. Ich will nicht weiter stören. Einen schönen Tag noch. Ja, ich habe ja auch kein Geld. Ich trete Marktplatz. So, mitkommen. Oh. Hey, lass mich los, du Gorilla! Na sowas. Na, können wir da irgendwie helfen? Hast du das Spiel überhaupt gesehen? Ich bin in der 2. Halbzeit eingeschlafen. In der Arena? Naja, weißt du, die Sklaven sitzen doch immer hinter dem Stadion. Und wie das soll wohl ein Scherz sein? Nimm doch mal den Schlüssel. Wir sind nicht auf den Schultern seines Bruders. Das soll wohl ein Scherz sein. Nee, rede doch mal. Berichtet uns vom Spiel. Aber Al-Rachib habe ich doch letzte Woche verkauft. Hallo, Kumpel, auf der Suche nach einem echten Schnäppchen? Ja. Wie viel kostet dieser Sklave? Für dich nur 300 Silberstücke. Ach so, ein ganz tolles Schnäppchen. 300? Für diesen Sklaven? Das sind ja Wucherpreise. Aber er ist ein erstklassiger Sklave. Er kann lesen, schreiben und sogar schwimmen. Oh. Schwimmen kann er wegen dieses komischen Ortes, an dem er aufgewachsen ist. Kann mir nie den Namen merken. Schwimmbad? Schwimmen, er kann sogar schwimmen. Menschen haben keinen Preis. Erzähl das mal dem Pharao. Der scheint das etwas anders zu sehen. Der Pharao ist sowieso ein Schmuck. Junge, bist du verrückt? Wenn uns jemand zuhört, ist die Party vorbei. Gotteslästerung steht unter hoher Strafe. Gotteslästerung? Wir haben noch gar nicht Gott gelästert. Was heißt denn eigentlich Schmuck? Kenne ich gar nicht. Den Kerl wollte ich eh besuchen. Da wirst du nicht viel Glück haben. Nur sehr reiche Edelleute werden auf die Partys des Pharao eingeladen. Oder Narren, wenn ihm langweilig ist. Aber er versteht nicht viel Spaß und seine Löwen sind hungrig. Und jetzt entschuldige mich bitte, ich habe ein Geschäft zu führen. Wie kann der noch irgendwem irgendwas erzählen? Tja. Ja, das war ja diesmal auch unser Problem. Diesmal haben wir nur zuhören können. Das heißt, Fadis Akbar wollte diesmal auf El-Mohobs Schultern sitzen. Warte mal. Der Pharao hat doch Fadis Akbar die Zunge herausschneiden lassen, oder? Na, dann gehen wir mal weiter, ne? Ach, was ist denn da auf dem Schild drauf? Krokodile verboten? Der Nil ist doch ein gutes Stück weit weg. Krokodile verboten, okay. Na, nehmen wir den Strumpf mit. Nehmen wir mal alles, was wir haben können. Wir stehlen nicht, wir leihen uns das nur aus. Ach, sind wir schon beim Pharao? Naja, okay, wir kommen da nicht rein.
Schritt weiter, sonst betreten Sie unbefugt Privatgelände. Und mein Partner und ich, also wir müssen Sie dann für diese Ordnungswidrigkeit leider zerstückeln. Hört sich hart an, aber wir Wachen des Pharao, die sich vor nichts und niemandem fürchten, kennen leider kein Pardon. Hat er so wie die Mumie geredet? War das nicht die gleiche Stimme? Auch jemand Bekanntes, ne? Ich muss zum Pharao. Er muss meinen Fluch aufheben. Na klar, immer ist es schrecklich wichtig. Wissen Sie, das sagen Sie alle. Wenn Sie keine besseren Argumente haben, ist hier leider Endstation. Wir Wachen des Pharao, die sich vor nichts und niemandem fürchten, kennen kein Pardon. Und wenn ich furchtlos sage, dann meine ich furchtlos. Furchtlos wie ein... wie ein Fels. Ein Fels ist furchtlos. Naja. So, so. Ihr fürchtet euch also vor gar nichts? Fürchten? Wir? Dass ich nicht lache. Es gibt nichts. Absolut gar nichts, was wir fürchten würden. Und eine Socke? Monsteraffen? Geier. Geier sind ganz gefährlich, ne? Nicht mal Geier? Nö, die fürchten wir nicht. Ach so. Aber Geierwölfe, was auch immer das sind. Nicht mal Geisterwölfe? Ach, Geisterwölfe. Nicht mal unsere kleinen Schwestern fürchten sich vor diesen Kreaturen. Ist schon spät. Ich sollte, glaube ich, ins Bett gehen. Giftschlangen. Nicht mal Giftschlangen? Also, ich hatte mal einen Cousin, der kannte jemand, der vielleicht Angst gehabt hätte. Aber selbst das halte ich für ein Gerücht. Ich glaube, wir kommen hier nicht weiter. Nicht mal Schleimmeerschweine? Kinderkram. Wie gesagt, sind wir völlig furchtlose Ordnungshüter. Noch irgendwelche Fragen? Nach Krokodilen brauche ich ja dann gar nicht erst zu fragen. Ah! Krokodile! Oh nein, ich muss an dieses fürchterliche Gemetzel denken. Unten am Hafen, als die Flusspiraten angriffen. Und da war dieses Krokodil. Es biss all diese Arme ab. Seitdem tun wir hier oben unseren Dienst. Weit weg von den Kroko. Also ich will nichts mehr hören von diesen teuflischen Gestalten, klar? Ich möchte nicht mal dran denken, so einem nochmal. Naja... wie auch immer. Ich glaube, Sie sollten jetzt besser gehen. Die furchtlosen Wachen müssen ein wenig meditieren. Und erwähnen Sie bloß nicht nochmal dieses schleimige, grüne Ding. Krokodil? Sie schon wieder? Ich will mit den anderen reden. Oder ich sage einfach... Krokodile! Gilt! Jetzt hören Sie aber mal auf, oder wir müssen mit einer ernsten Verwarnung reagieren. Sperrt mich doch ein, lasst mich in den Palast rein und tut mich dann in den Kerker oder so. Ich will aber mit der Kleineren reden. Sie schon wieder? Krokodile. Gilt. Jetzt hören Sie aber mal auf, oder wir müssen mit einer ernsten Verwarnung reagieren. Ja, ja. Ich sehe, oh, was war da? War da irgendwas? Das ist da Krokodile verboten. Na gut. Oh, ist da ein Stein? Nee. Ist da hier irgendwo was? Na, dann gehen wir wieder runter. Ja, die beiden reden noch. Können wir da irgendwo hin? Wegen des Bananendiebstahls. Guten Tag, der Herr. Interesse an Luxusgütern? Objekten mit Stil? Nach Ihrem Aussehen zu urteilen, eher nein. Tja, ich habe leider kein Geld. Schon mal was gehört von der Kunde ist König? Schon mal was davon gehört, dass Ladenbesitzer nur nett zu Kunden sind, die so aussehen... als könnten Sie auch zahlen. Ich kann zahlen. Dieser Kram hier interessiert mich nicht. Ich suche das Besondere. Das Besondere?
Sie sollten meine Filiale im unteren Bazar besuchen. Bakir hat das Spiel bis zum Elfmeter kommentiert. Er ist immer zum Feld gelaufen und wurde zurückgebracht. Dann haben sie ihm die Ketten wieder angezogen. Elfmeter, sagst du? Welcher Elfmeter? Hallo, der Herr. Ist der richtige Ort für die besonderen Vorlieben. Schmutziges Spielzeug? Nein, Okkultes. Artefakte. Für das Gespräch mit den Göttern. Da fällt mir auf... Moment. Ist das etwa ein Ankh, das du da um den Hals trägst? Ist es gar das Ankh? Also ich dachte eigentlich, es ist ein Flaschenöffner. Flaschenöffner? Ja klar. Für einen Moment dachte ich, ach, nicht so wichtig. Ich würde den Flaschenöffner in Zahlung nehmen. Sorry, altes Familienerbstück. Sehr alt. Wie du willst. Ich kriege es schon noch. Ich meine, ich kriege schon noch raus, was ich dir Schönes dafür anbieten könnte. Vielleicht kommen wir später ins Geschäft. Ich kenne jeden Winkel dieser Stadt und werde dir sicher noch nützlich sein. Tja, der will das unbedingt haben, ne? Dann gehen wir weiter. Ach, da. Betrachte Schild. Olgas Fischburger. Na dann. Wo ist denn die Olga? Na, da ist die Olga. Hier waren wohl Fischfrikadellen drin. Kann ich dir helfen? Ja, so ein Fischburger wäre nicht schlecht, ne? Ich brauche unbedingt einen dieser Fischburger. Einen Moment. Das macht dann 2 Silberstücke. Hast du so viel dabei? Ja, jetzt nicht gerade hier. Um ehrlich zu sein, nein. Dann verschwende nicht meine Zeit. Ach komm. Ich habe doch gesagt, kein Geld, kein Essen. Also verzieh dich. Hey, Finger weg, du Lümmel! Ich habe doch gesagt, kein Geld, kein Essen, also verzieh dich! Ich wüsste nicht, was ich transportieren sollte. So ein Fischburger. Oh, das sind Fischabfälle. Der ist zu glitschig. Er ist mir aus der Hand gerutscht. Ja. Dann nimm doch hier mal so eine Socke. Das scheint nicht zu funktionieren. Schlamm. Hab ich dich. Er scheint schon mal gar nicht mehr so verkehrt zu sein. Gehen wir mal weiter. Ein recht kleines Schiff. Hey Junge, alles klar? Fette Kiste, mein Flitzer, oder? Ist ein echtes Traumschiff, Kollege. Was brauchst du? Silbertanner. Was ich brauche? Sex, Drogen und Rock'n'Roll. So, so. Ist also das Übliche. Damals, als die Pyramiden gebaut wurden, hast du Stoff an jeder Ecke bekommen. Und ein Mädchen an der nächsten. Dann bist du in die erste Bar gestolpert und hast Lieder gegrölt. Bis die nächste Schicht bei den Pyramiden angefangen hat, Junge. Das waren Zeiten, Junge. Aber heute... Sex, Drogen und Rock'n'Roll. Siehst ja, was passiert ist. Ordentliche Gangster müssen Flusstaxifahrer werden. Also, wo willst du denn hin? Zum V. Ich will die große, weite Welt sehen. Hey, ohne ein Ziel fahre ich nirgendwo hin. Der Nil ist ein hartes Pflaster. Also, du weißt, was ich meine. Viele meiner Jungs hat's bei den Bootsrennen erwischt. Comprende, Muchacho? Komm wieder, wenn du weißt, was du sehen willst. Tja, was will ich sehen? Oh, da steht noch einer.
Warte, sag nichts. Deine Gedanken sind ein offenes Buch. Du bist von der Rediger Gebührenzentrale und willst meinen letzten Groschen eintreiben. Genau. Nee, das ist richtig. Nicht falsch, sondern... Wow. Und ich dachte, wir von der PGZ sind perfekt getarnt. Nein, warte. Es ist ganz klar. Du willst mir ein Abonnement für ein Tätowierungsmagazin andrehen. Ja. Genau. Nur ein Silberstück für ein Jahresabo. Du verkaufst Flaschenöffner für den Verein der anonymen Alkoholiker? Und falsch. Na gut, zugegeben. Früher war ich mal ein besserer Weissager. Aber ich bin ja auch Privat- und Unternehmensberater geworden und höre mir jetzt die Probleme anderer Leute an. Das ist viel schöner, denn da muss man nicht viel wissen und wird trotzdem gut bezahlt. Ich habe da ein kleines Problem mit einem Todesfluch. Oh nein, du hast noch kein Problem. Komm wieder, wenn du ein Problem hast. Ach, ich habe ein Problem. Ich brauche Geld. Ja, dann geht's auch noch weiter. Ach, da kommen wir wieder zu dir. Ach, das ist ein Rundgang. Na. Hätte die auch sagen können. Ja, so einfach kommen wir dann zu dem Betrachter Schlamm. Ist ja eklig. Abfall? Ich habe doch gesagt, kein Geld, kein Essen, also verzieh dich. Wo kriege ich jetzt hier Geld her? Hier waren wohl Fischfrikadellen drin. Tja, was können wir hier mit dem Fisch machen? Wenn man will, dass den noch jemand isst, müsste man ihn gut verpacken. Gut, Holzkiste. Ah, Holzkiste. Ich glaube nicht, dass das funktionieren wird. Wenn man will, dass den noch jemand isst, müsste man ihn gut verpacken. Dann gib den doch mal ihr. Vielleicht sagt sie ja. Das scheint nicht zu funktionieren. Oh, toll. Hey, Finger weg, du Lümmel! Oh, ich brauche noch ein bisschen Salat. Hey, Finger weg, du Lümmel! Tja, also den Fisch wollen wir ihm lieber nicht geben, weil den werden die wahrscheinlich nicht essen. Aber ich glaube, ich mache dann jetzt hier Schluss und wenn ihr wollt, dass ich das weiterspiele, dann schreibt es unten in die Kommentare und ich gucke mal, ob ich das weiterspiele. Und ja, dann speichern wir jetzt hier, wie auch immer man speichert. Speichern. Neu. Ja, speichern. So. Und... ich wünsche euch dann noch Gottes Segen.